Hallo und herzlich willkommen hier auf liebehelder.de. In diesem Video rechnen wir mit Aufgaben auf Abiturniveau. Und zwar haben wir hier ein lineares Gleichungssystem, das wir lösen wollen und dann auch das Ergebnis geometrisch deuten. Nun, wir haben also wieder drei Gleichungen. Nummerieren wir sie gleich mal durch. 1, 2, 3. Wir versuchen so jetzt aus diesen drei Gleichungen mit drei Unbekannten zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten zu bekommen. Dafür schaue ich mir die vorgestellte Variable an, die x1. Ich sehe, hier habe ich sie dreifach und hier habe ich sie einfach. Das heißt, dreimal die erste minus zwei, minus dreimal die zweite und ich habe das x1 aufgelöst. Also einmal die erste minus dreimal die zweite Gleichung. Einmal die erste minus dreimal die zweite. 3x1 minus 3x1 gibt nicht 0x1, das ist das Ziel. Ich möchte diese Variable eliminieren. Was passiert weiter? Minus x2 minus 3 mal 2x2, also insgesamt minus 7x2. Rechnen wir weiter. 2 minus 9, also minus 7x3 und 7 minus 3 mal 14 minus 35. Diese nennen wir jetzt auch mal für weiteres Verrechnen Alpha. Jetzt wollen wir wieder eine Gleichung erzeugen, bei der die Variable x1 eliminiert worden ist. Dazu müssen wir jetzt die noch nicht verwendete Gleichung benutzen, also die dritte. Und auch hier bietet sie wieder an, 1 minus 3 mal die dritte. Denn auch so verlieren wir die x1, 3x1 minus 3x1. Nun rechnen wir weiter, minus x2 minus minus 3 mal 5x2, 3 mal 5 geht 15 minus minus, also plus, wir sind bei 14x2. Minus minus 4x3 mal 3, das gibt 14x3. So, und das Ganze 7 minus minus 3 mal 21, also 7 plus 63 gibt 70. Das nennen wir Beta. Im nächsten Schritt versuchen wir wiederum eine Variable zu eliminieren und nur noch eine Gleichung mit einer Unbekannten zu haben. Und dann könnte man das Ganze in Rückwärtsgang nur wieder einsetzen und wird so alle drei Varianten auflösen können. Also was machen wir? Ihr seht, wir wollen hier vorne weg haben, das ist genau das Doppelte, also negative Doppelte. Wenn ich diese zweimal nehme und diese einmal, dann habe ich die x2 eliminiert. Also 2 mal Alpha plus 1 mal Beta minus 7 mal 2 minus 14 plus 14 gibt 0. Minus 7 mal 2 minus 14 plus 14 gibt auch 0, also 0. 0 ist gleich minus 35 mal 2 ist minus 70, naja, steht auch 0. Wir haben also jetzt den Fall, dass wir hier eine Gleichung mit gar keinen Varianten haben, aber die stimmt. Das heißt, wir haben unendlich viele Lösungen. Das wissen wir von hier. Unendlich viele Lösungen. Jetzt wollen wir aber diese Lösungen noch genauer betrachten. Gucken wir uns mal hier das genauer an. Wir sehen, diese zwei Gleichungen sind eigentlich identisch. Multipliziert diese einfach mal mit minus 2. Und ihr habt auch das 14x2 plus 14x3 gleich 70. Oder wenn man das mal mit hier zum Beispiel mit minus 7 teilt und das in eine schönere Form bringt, dann steht hier eigentlich beides mal x2 plus x3 ist gleich 5. Diese Varianten hängen also direkt zusammen. Wir können das sogar hier oben noch genauer anschauen. Ihr findet einen Zusammenhang zwischen diesen drei Gleichungen. Nämlich, wenn ich diese eine hier nehme und diese hier nehme und zweimal die zweite dazu addiere, dann komme ich auf die erste. Das heißt, sie sind linear abhängig, diese drei Gleichungen, die drei Ebenen. Nun, werten wir das aus. In solchen Fällen
wenn wir eigentlich nur zwei Gleichungen mit drei Unbekannten haben, also zusammenhängen, dann ist das der Fall, dass wir eine Schnittgerade zwischen den Ebenen haben. Das heißt, wir wissen jetzt, wir müssen ein t einführen. Und das legen wir einfach per Definition fest und sagen jetzt einfach, t sei x3. Wenn t x3 sei, dann kann ich natürlich hier diese umschreiben. Und da steht hier x2 plus t gleich 5. Und das kann ich nach x2 auflösen. Dann steht nämlich da, x2 ist gleich 5 minus t. x3 wissen wir ja schon, das ist einfach direkt so definiert als t. Jetzt müssen wir noch x1 finden. Nun nehmen wir einfach das hier eine aus diesen Gleichungen da oben. Wir wissen ja, x1 ist nichts anderes als minus 2, x2 minus 3, x3 plus 14. Ich habe einfach diese nach x1 aufgelöst, die zweite Gleichung. Setzen wir das alles ein, dann steht da minus 2x2 minus 2x2, haben wir gesagt, ist 5 minus 7, also minus 2, aber minus 2 mal 5 minus t, minus 3 mal t mal x3 gleich t ist, plus 14. Das gibt minus 10 plus 2t minus 3t plus 14. Das wäre minus 10 plus 14, 4 plus 2 minus 3, also minus t. Somit wissen wir, x1 ist gleich 4 minus t. Nun, jetzt sollen wir die Gerade angeben. Ihr seht es aber hier eigentlich schon, wir können ja hier eigentlich auch hinschreiben 0 plus t. So, und jetzt soll ich das angeben als eine Gerade. Wenn ich jetzt hier einfach mal das Ganze als Vektoren versuche zu schreiben, dann erkennt ihr das vielleicht ein bisschen. Das hier vorne ist nichts anderes als der x-Vektor. Das kann ich als Vektor schreiben, 4, 5, 0. Und hier klammere ich jetzt das t aus, also plus t. Und dann bleibt hier, wenn ich es ausklammere, noch minus 1 stehen, minus 1 und 1 stehen. Und schon seht ihr, das ist eine Geradengleichung. Also g Doppelpunkt. Das wäre die Schnittgerade von diesen drei Ebenen. Nun, ich hoffe, die Aufgabe wurde euch einigermaßen klar. Rechnet sie selber noch einmal durch, falls ihr sie nicht auf Anhieb schon richtig hattet. Und beehrt uns bald wieder. Dankeschön.